Shalom Aleichem, wir lernen weiter 613 Mitzvot, Tariag Mitzvot von der Torah, heute Mitzvah 101. Die Öffnung von dem Oberkleid von dem Kohen Gadol, von der Oberpriester, nicht zu reißen. Der Kohen Gadol, der Oberpriester, hatte 8 Kleider. Eine von seinen Kleidern war ein Mantel. Dieser Mantel war ganz besonderes. Dieser Mantel war unten mit 70 Granatapfel und kleine Glocken. Das immer, wenn der Kohen kleine, ganz kleine, so wie es gibt oben bei der Sefer Torah, so kleine Glocken. Und immer, wenn der Kohen ist gegangen, alle haben gehört seine Schritte und seine Stimme und hat man gewusst. Und es gibt eine Mitzvah, das untere Kleid von dem Kohen Gadol nicht reißen mit dem Hand, mit einer Schere, mit einem Messer. Also achten soll es ganz bleiben. Also die Mitzvah ist im 2. Buch Mosche, Kapitel 28, Pasuk 32. Er soll nicht eingerissen werden. Safa yelepiv loikarea. Eine Manschette soll sein unten, so geschlossen. Und das wird nicht zerrissen. Wenn man will, reparieren oder renovieren den Mantel, muss man es entweder neu komplett machen oder von oben nach unten. Aber man sollte dazu noch einmal nähen mit solchen Leisten, aber nicht reißen, um noch einmal zu nähen. Manchmal, ich bin nicht ein Änderungsschneider, aber es gibt 2 Wege, Sachen zu reparieren. Draufnähen oder reißen und noch einmal neue nähen. Also, hier geht es, man darf nicht die Öffnung, das Oberkleid von dem Oberpriester nicht zerreißen, so wie es steht geschrieben in die Tora. Kriya, abreißen, hat in unserem Tora 2 Erläuterungen, 2 Bedeutungen. Einmal, es zeigt Trauer, so wie Jakob hat zerrissen seine Kleider, als er hat gehört, dass Josef wurde entfernt. Oder die Iov hat zerrissen seine Kleider, ja? Oder David hat gerissen die Kleider von Shaul. Also Kleider reißen zeigt irgendwie keine gute Sache. Es hat verschiedene traurige Sachen. Noch eine Sache. Es zeigt Hashchata. Das ist eine Schande, wenn etwas ist, zu rissen. Und auch wenn das ist in die Mund von der Kleidung. Hashem wollte uns entfernen von dieser Sache. Und er hat uns gegeben ein Verbot, ein Lav, dass der Kohen soll tragen diesen Mantel mit Kavod, mit Ehre, mit Ira, mit Furcht, mit Nachat und Kavod, mit einem angenehmen Gefühl und mit vollem Respekt. Und natürlich, der Kohen hatte 2 Sätten von Kleidern. Dieses Set, ja, und wir sehen bei diesem Set, das ist der Mantel, die blaue, siehst du? Ja. In die Mitte. Dieser Mantel heißt Meil, eine von den 8 Kleidern. Das, was er hat auf der Hand, das ist Weihrauch. Aber auch bei den weißen Kleidern, was er hat getragen, Yom Kippur, auch das soll man nicht reißen. Und dort hat man gemacht extra Manschette, soll es bleiben. Diese Mitzvah ist in die Zeit vom Tempel, bei Männern und bei Frauen.
Jeder, der das reißt, ob es ein Mann oder eine Frau, wenn sie ist zum Beispiel eine Schneiderin, oder wenn er das gemacht mit Schere oder mit dem Hand mit Absicht, dann bekommt er Peitsche, Malkot. Also das ist eine Strafe, die ganz wesend ist und ganz wichtig. Und sehr oft hat man gebracht große Amanim, großen Kunstschneidereiwerke. Nicht einfache Leute. Es gibt einen Schneider, der kann machen einfache Änderung. Und es gibt Schneider, der kann machen besondere, schwierige, komplizierte Änderung. Nein, es gibt Tikkunim Ktanim, es gibt kleine Reparatur und es gibt große Reparatur. Und hier steht geschrieben, dass wenn es geht um die Kleider von dem Kohen Gadol, von seinem Mantel, es war sogar Zeiten, nähen dem Mantel darf nur eine Jodi oder Jodia, Mann oder Frau. Aber reparieren, wenn es gibt eine, das nennt man in Ivrit auch Tikkun Umanuti, eine Kunstreparatur. Und es steht geschrieben, ich habe irgendwo gelesen, dass einmal hat man gebracht einen großen Schneider aus Holland, aus Niederland. Stell mal, ja, dorthin soll reparieren den Mantel von dem Kohen Gadol. Anscheinend war das an die Zeit vom Zweiten Tempel, weil wir sehen schon in den Propheten Erwähnungen von Zorfas und von Spanien, also bei der Bibel. Und ich habe gelesen, irgendwo, ich kann mich nicht erinnern, wo, das hat man gebracht, eine Kunstwerke aus Holland, Niederland. Und er war sehr geduldig zu machen, diese Tikkun. Nach vielen Jahren, jeden Stoff hat in sich so zerfressen oder passieren verschiedene Sachen oder durch die Arbeit. Es geht kaputt. Du kannst vorstellen, dass so ein Mantel kann nicht bleiben beim ersten Mishkan 400 Jahre oder beim erste Bet HaMikdash 410 Jahre und zweite Bet HaMikdash 420 Jahre. Man muss das auch reparieren. Aber abreißen oder machen mit einer Schere, um das zu reparieren, hat man gebracht besondere Kunstleute, sollen es Schneider machen. Hashem wollte, dass diese Kleider sollen mit großen Andacht benehmen. Okay? Ja.